junkfoodtaster.com, Verkostung 2114. Und jetzt gibt es von Hilcona die Pasta Classica Tortellini mit feinem Rind- und Schweinefleisch. Genau. Für Besseresser. Besseresser 100% Genussgarantie. Genau, ja, so mache ich das auch. Letztens habe ich es ja gebraten. Gab es wieder massig Kritik. Diesmal mache ich es ordentlich oder so, naja, ordentlich. Und zwar, ich mache jetzt keinen. Wasser warm im Topf. Das dauert mir zu lange, ist mir auch zu ineffizient, sondern ich benutze einfach den Wasserkocher. Ja, ich glaube, da spart man auf alle Fälle auch Strom, weil er hitzt das Wasser einfach schneller. So, da fängt es an zu blubbern. Es fängt richtig an zu beben. Genau. Ja, wartet ihr auch immer, bis es Klick macht? Oder nehmt ihr das Feuer weg? Und hinein mit dem Zeug. Ja, duftet auf alle Fälle schon mal fleischig. Ja, ich glaube, ganz leer machen sollte man das doch nicht. Egal. Ja, und jetzt ein bisschen ziehen lassen, so. So. Werde ich mal abgießen. Na? Ich mag es ja, meinen Tisch ständig abzuwischen. Genau. Das ist wohl der meist abgewischte Schreibtisch der Welt. Lass mal aufschneiden. Ja, das ist eigentlich nett warm geworden. Ja, I always cut stuff. Ja, das war eigentlich ein nichtssagender Schnitt. Dafür sollte ich mich schämen. Ordentlich zerschneiden, so wie es sich gehört. Genau. Und hier ist also diese Fleischfüllung, die sehr schön duftet. Ja. Ich weiß auch, dass Vegetarier meine Sendung sehen. Und ich hoffe, dass ich eines Tages mal Vegetarier wieder zum Fleischgenuss überzeugen kann. Ja. Ja, schön weich. Sehr schön. Ja, auch ein bisschen mehlig, aber ist okay. Ja. Ist ja okay, wenn es ein bisschen mehlig ist, finde ich zumindest. So teigmäßig, ne? Also die Füllung. Ja, schön. Wie will ich das finden? Ja, was sind eure Lieblingstortellini? Mögt ihr auch einen anständigen Fleischgeschmack? Ansonsten geht's weiter auf Englisch. So, this were tortellini again. And last time I fried them in the pan, like an anti-cooking. This time I decided to use the kettle. Normally heating up a pot, but in the kettle it's faster. Or you save energy basically because the kettle is faster. And the second reason for the kettle is, it's more efficient. Yeah, this thing is just fine. You need just 2 minutes. It gets enough heat from the hot water from the kettle, so it's fine. So inside this tortellini is like a meat mesh of. Pork and beef, and I think also some other ingredients, yeah, some wheat flour or something, eggs, tomato concentrate, red wine, carrots, yeah, this is what's onions, yeah, very tasty, very good, it's a win, yeah, basically. This is one of the tortellini, I would say, if you would put a sauce on them, and the sauce would dominate the eating experience, the taste experience, you kind of would throwing away the nice meat taste of it. So I think it's fine to eat them standalone.
The serving, like the serving suggestion says a little bit of tomato cream. Alright, that's it. What's your favorite cuisine? What's your favorite tortellini? And thanks for watching.